Gott sei Dank ist das nie lang. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Subnautica. Willkommen. Es geht weiter mit dem dritten Neustart. Der letzte Neustart, ja? Nein, nicht der letzte Neustart. Wenn ich mal irgendwann sterben sollte, schon, aber... Ja? Ich werde nicht sterben. Ganz klar. So, ich brauche einen Kabelsatz und einen Computerchip. Chip. Ich bin ja nur einmal gestorben und einmal ist mein Safe-Game-Fritte gegangen. So ist nicht. Gut. Kabelsatz, kein Problem. Tischkorallen, Proben, Kupferdraht. Kein Problem. Jetzt brauche ich noch Tischkorallenproben 2. Noch eine. Dann habe ich auch wieder Inventarplatz. Das ist schnell fertig. Dann bauen wir als nächstes den Scanner. Sie Scanner. Weiß gar nicht. Der Scanner ist billig. Den kann man einfach herstellen. So, wir brauchen noch Titan. Das habe ich gesehen. Titan 4 oder so. Inventar gesichert. Ne, haben wir. Dann bauen wir mal den Constructor. Dann fehlt uns noch eigentlich ein Schrank und dann haben wir wieder alles hergestellt, was Wohnkreuzung betrifft. Wir waren bei dem letzten Stand, da haben wir einen Gleiter und eine Seemotte gehabt. Und einen radioaktiven Anzug. So, das ist abgehakt. Jetzt können wir mal hier ein bisschen gerade einlagern. Noch ein Kracher. Ach ja, genau. So, wir müssen mal kurz hier Wasser herstellen. Und jetzt bauen wir den Scanner. Dafür brauchen wir Batterie und Titan. Wir haben kein Kupfer mehr, glaube ich. Ich weiß das sogar. Ein Kupferdraht und Titan, war das richtig? Also brauchen wir dafür Batterie, Titan. Nein, Quatsch. Kann ich machen. Können wir machen, ich brauche nur 2 Pilze. Dann können wir das herstellen und dann können wir schon mal scannen gehen. Dann haben wir das auch. Und dann bauen wir den Gleiter. Bam, bam. Bam, 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 bam. Wow, geht gut, oder? The handheld spectroscope scanner can be used to synthesize blueprints from salvaged technology and to record alien biological data. Oh, selbst scannen erstmal. Miau, miau. Performing self-scan. Vital signs normal. Detecting trace amounts of foreign bacteria. Continuing to monitor. Okay. Wir haben Bakterien im Körper und die werden monetarisiert. Monetari. Ihr wisst, was ich meine. Nicht monetarisiert, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, hoffentlich. So, wir hatten hier irgendwo Wrackteile. Da will ich jetzt gerne nochmal hin. Ich glaube, das war dort. Da sehe ich es doch. Ich brauche Fasergewebe. Eigentlich hätte ich jetzt noch zur Windranke gesollt. Aber wir können auch da zur Windranke. Nicht, dass das zu weit an der Aurora ist, aber die ist da. Müsste funktionieren. So. Jetzt haben wir hier bestimmt genug. Da. Wir sind am Geysir. Wow! Wow! Zielgleiter. Wow! Muss unbedingt noch Dingens machen. Kein Problem. Nichts passiert. Bleiben Sie ruhig. Wird schon wieder dunkel. Scheiße, ich muss eine Taschenlampe bauen. Und es ist dunkel. Oh Mann, und wie dunkel? Was ist denn jetzt los? Sonnenfinsternis! Nee, es ist echt eine Sonnenfinsternis, oder? Es ist eine Sonnenfinsternis? Wie abartig. Das war ja mal cool. Da kommt die Sonne wieder her. Bon, abgefahren. Geil. Sonnenfinsternis! Gut, wir brauchen Fasergewebe, bevor wir zurückgehen. Habe ich eigentlich schon Schmieröl gemacht? Wir müssen essen. Was ist los? Was ist los? Oh, ich habe mich voll erschrocken. Oh. Komm, wir scannen das mal kurz. Da haben wir das auch. Zurück. Strahlenschutzanzug. Und dann gucken wir mal, was wir noch
rauchen. So, wir haben noch einmal eine Nachricht. Vielleicht finden wir mal die Nachricht für das Seemottenhangar. Entschuldigung. So. Achso, ich kann... Ah, nee. Ach, kann ich jetzt auch hier machen. Ist auch egal. So. Fasergewebe. Fasergewebe. Noch einer. So. Oh, das ist noch ein Medipack, habe ich gehört. Muss ich anhorten, sammeln? Ich darf das nicht vergessen. Wohnkreuzung! Hallo, meine kleine, süße Wohnkreuzung. Welcome aboard, Captain. Blei. Das haben wir auch. Taschenlampe, Batterieglas. Wir brauchen aber was anderes, und zwar das hier. Batterie, Schmiermittel, Kupferdraht. Haben wir Schmiermittel? Wahrscheinlich nicht. Nein. Batterie, Schmiermittel, Kupferdraht. Also, wir brauchen viel Kupfer. Und ich brauche Samen. Die Samen können wir zum Schluss holen. Oh, guck mal hier, den können wir schon mal aufsammeln. Das ist gut. Den Pirscherzahn. Ich bräuchte eigentlich eine Coral Tube. Wir haben ja schon mal den radioaktiven Anzug, immerhin. Die Sonne geht unter. Wo haben wir einen großen Coral Tube? Tube. Oh Mann, so dunkel ist schon doof. Dass man Sandstein im Dunkeln auch gut erkennt. Oh, ist aber echt duster. Brauch sowieso Quarz, ist nicht. Guck mal hier. Dann scannen wir auch mal. Lila Hirnkoralle. Ja, ich habe gar keinen. Auch wenn ich jetzt eine Taschenlampe bauen will. Oh, würde wollen. Das war die mobile Dingens. Aber hier kann man nichts erkennen. Da ist noch eine. Kurz auftauchen. In der dunklen Nacht. Finden wir ganz tolle Sachen. Hier ist nichts mehr. Okay. Ist leider zu dunkel, um zu wissen, ob da noch was liegt jetzt. Kupfer. Wir brauchen mehr davon. Mehr! Gott sei Dank ist das nie lang. Alter, da ist gerade ein Kracherfisch auf irgendwas losgegangen. Und voll explodiert. Habt ihr das gehört? Wie abgefahren. Bau! Nochmal Kupfer. Das muss ich mal scannen. Mal ein Wrackteil mit. La. Soll ich das mal scannen, damit endlich mal aufhört, das Symbol aufzuleuchten? Titan. Tittentan. So. Okay. Da. Okay. Segleiter, das war klar. Nach Richtung nach Hause. Zu weit weg bringt jetzt auch nichts. 36 Dingens. Luft. Zwei Kupfer ist zu wenig, wir brauchen mehr. Auch wenn ich voll bin. Nachts unterwegs. Kupfererzen sammeln. 3.
Also es reicht für den Siegleiter, glaube ich, jetzt. Ja. Gehen wir mal zurück. Wir brauchen dann noch Schmieröl. Den können wir dann easy peasy herstellen. Müssen wir nur Samen sammeln. Samen. 3 Stück. Oxygen. So, jetzt haben wir aber wieder reichlich Quarz. Entschuldigung. Da ist noch eins. Wenn ich den Gleiter habe, können wir brauchen, können wir auch auf die Taschenlampe erstmal verzichten, glaube ich. Die Frage, ob ich die Taschenlampe in der Aurora brauche. Später. Dann schon. Finde ich. So. Welcome aboard, Captain. Danke. Pilz haben wir vergessen. Wie viel habe ich denn? Platz, nicht mehr genug. Na, hier haben wir direkt ein paar. Oh, jetzt hätte ich da noch Platz machen können für die Samen. Woche 3. Da habe ich schon abgepflückt. Oh, geh mal weg, du mit deinen kleinen grünen Augen. Vertraue dir nicht. Habe ich die schon alle abgefarmt? Da sind noch ein paar. Früchte. Scheiße. Voll erschrocken. Kackarsch. Mich schon wieder angegriffen. So. Machen wir erstmal das, damit wir Platz haben. Da können wir noch ein Silikon draus machen. Dann haben wir nämlich die Riesenprodukte los. Titan. Batterie. Kupferdraht. Ah. Ich war verwirrt. So, und... Tada! Woo! So, jetzt können wir erforschen gehen. Wir gucken mal gerade. So, nachforschen, surviving radiation. Mannschaftssegleiter ist kaputt. Okay. Das ist nicht das, was ich suchen will. Wir müssen ins Rotgrasbiom. Wir sind frei, oder? Mal ein bisschen loswerden, Material. Können auch den zweiten Schrank jetzt bauen eigentlich. 1, 2, 3. Das können wir eigentlich tun. So. Da. Die Wohnkreuzung. Wunderbar. So, das haben wir auch. Wollen wir was essen? Das können wir auch mal zubereiten. So. Okay. Wir begeben uns ins Rotgrasbiom. Ich könnte aber auch diese... Soll ich die systematisch abgrasen hier? Aber die sind sowieso da hinten. 700 Crew. Ich will aber nach da. So, wie. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Ach nee, ich dachte immer unter dem Meer. Aber unter dem Meer, ne? Unter dem Meer. Unter dem Meer. Unten im Meer. Das ist aber das falsche Rotgrasbiom. Das ist nicht das, was ich... Oh, das ist ein Seemotten vom Eng. Uns fehlt noch eine mobile Bergbank-Dings. Oh, wir tauchen mal lieber so auf. Da ist er. Na, Balilein. Ach, guck, was ist mit denen los? Krass, guck mal, fahrende Inseln. Ja, die spinnen in letzter Zeit ein bisschen. Kurzstreckenstands haben gezeigt, dass dieses Grasbeckenbiom über eine sehr umfangreiche Blabla sich handelt. Du bleibst da, kleiner süßer Hai. Guck mal, das mobile Dingens. Du bleibst da. Ne, Batterienladestation.
Wir wollen aber nicht dem geschenkten Gaul ins Maul schauen. Ah! Oh, Jesus Maria! Fahren wir weiter. Wo mein Herz explodiert. Vor gruseligen Schockmomenten. Soll ich lieber da lang oder? Ja, ne? Weiter ins Feld. Ich könnte auch direkt zur Insel. Ich weiß ja, wo die ist. Aber ich will da nicht ohne Seemotte hin. Und erst nach der Aurora. Ich will die Aurora abgeschlossen haben. Guck mal, da unten ist das Loch. Da geht es zu diesem Dingensbiom, glaube ich. Gucken wir mal kurz hier. Wrackteile von hier entdecken können. Oh, guck mal, da über mir. Boah, Mama Seku. Hallo, Mama Seku. Riffrücken. Guck mal, wie der da oben drauf ist. Das dauert aber. Oh. Geil. Abgefahren. Das ist eine Höhle. Da wollen wir aber nicht rein. Oh nein. Das ist fein. Ich muss... Wir fahren in die andere Richtung. Ich wollte gerade sagen, wir müssen aufpassen. Fuck. Ha! Das ist ein Simon-Teil. Krieg ich das noch gescannt? Nein, krieg ich nicht. Schnell, lieber auftauchen. Lieber auftauchen. Das. Da ist auch ein großes Salzvorkommen. Und das noch eine Batterie. Okay, Batterie-Dingens. So, erstmal ab. So, wir brauchen noch ein Seemotten-Dingen. Batterieladestation ist super. Die haben wir schon mal. La 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 la. Da waren wir schon, oder? Es ist der Bereich, wo wir schon waren. Es ist der Bereich, wo wir schon waren. Es ist der Bereich, wo wir... Ja, das ist der. Da waren wir schon ganz stolz drauf, dass wir ihn gefunden haben. Oder so. Aber nicht das Rotgras... Biom, was ich beim letzten Mal am Schluss gefunden habe. Aufsteigen! Tadadada. So, was haben wir hier? Da war ich noch nicht. Das noch ein Seemottenfragment. Wir brauchen jetzt noch die mobile Fahrzeugfabrik. Werkstatt. Der Abfalleimer. Den nehmen wir auch mit. Tada! Ist das eine Kaffeemaschine? Ja, ne? Ne, ist irgendwas anderes. Mitnehmen. Verkaufsautomat. Warum brauchst du so lange? Sind. Den kann ich immer noch nicht scannen. Na, haben wir schon, aber egal. Ein Ei. Oxygen. Ja. Wir brauchen jetzt noch die mobile Werkstatt, Fabrik, Werkzeug. Wie heißt denn jetzt nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Das ist noch ein Aurora-Teil. Das haben wir aber. Seemon-Teil. Ich glaube, wir müssen hier suchen. Ich mein Inventar aus. Ah, das geht nur. Wir brauchen sowieso Ressourcen. Ist egal, ob ich die jetzt finde oder nicht. Wir müssen sowieso farmen.
Und endlich können wir das auch erfolgreich. Was sind das hier für Säulen? Das sind nur Steinsäulen, ich dachte schon. Die wären irgendwie erschaffen worden. Von uralten Lebewesen. 30 Seconds. Immer nach oben. Ja gut, Leute. Ich sehe auch, es ist wieder soweit. Wir müssen abspeichern. Da war ich noch nicht. Doch, da war ich schon, aber wir haben es, glaube ich, nicht ganz gelootet. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder bei Subnautica. Und bis dahin, haut rein, Leute.